Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch ein paar Ausschnitte bzw. nachgestellte Ausschnitte von dem Tag, an dem sich mein Leben veränderte. Bzw. der Tag, an dem ich das erste Mal abends eine Kinderkrebsstation betreten habe. Momentan stehe ich an der Bushaltestelle, an der sich alles abgespielt hat. Damals bin ich wie gewohnt jeden Morgen zur Bushaltestelle gegangen und habe auf den Bus gewartet. Nach ca. 10 bis 15 Minuten habe ich plötzlich quasi mein Bewusstsein verloren. Ich habe nichts mehr wahrgenommen, habe nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen, stand aber noch völlig fest auf dem Boden. Habe dann zu meinem Handy gegriffen und meine Mutter angerufen. Was ich genau gesagt habe, was sie mir gesagt hat, weiß ich leider auch nicht mehr, beziehungsweise blieb mir gar nicht in Erinnerung. Anschließend habe ich mich dann von Autospiegel zu Autospiegel bzw. von Zaun zu Zaun nach Hause gezogen. Wie das Ganze abgelaufen ist, seht ihr im heutigen Video. Viel Spaß dabei! Beziehungsweise die Werte ganz und gar nicht gut sind, habe ich, wie vorhin erzählt, direkt meine Joggingschuhe angezogen und bin joggen gegangen. Und genau diese Strecke laufe ich jetzt nochmal ab und erzähle euch ein bisschen was, wie meine Gefühlslage damals war. Und zwar bin ich dann aus meinem Zimmer runter, nachdem ich meine Mutter gerufen hatte, und sie teilte mir mit, dass wir heute Abend bzw. an dem Abend dann in die Diakonie nach Bad Kreuznach fahren müssen, da mein Blutbild nicht besonders gut aussieht und der Verdacht im Raum steht, dass ich Leukämie bzw. pfeifrisches Drüsenfieber habe. Das fand ich natürlich ganz und gar nicht gut. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich einen Joghurt in der Hand. Diesen Joghurtbecher habe ich dann vor lauter Wut und Enttäuschung einfach gegen die Fensterscheibe geworfen. Diese Szene kann ich natürlich nicht mehr nachstellen, beziehungsweise wäre nicht so gut, wenn ich die jetzt nochmal nachstellen würde, weil dann hätte ich einiges aufzuputzen. Anschließend habe ich dann meine Joggingschuhe angezogen und bin genau diese Strecke abgelaufen. Währenddessen sind mir sehr, sehr viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Ich habe mich tatsächlich gar nicht mit dem Thema Leukämie beschäftigt und auch gar nicht damit beschäftigt, dass ich am Abend schon in der Uni in Mainz auf der Kinderkrebsstation liegen werde, sondern ich habe mir nur gedacht, morgen sind die Bundesjugendspiele, darfst du daran teilnehmen? Was wird wohl genau passieren? Wie lange musst du in der Diakonie bleiben? Man muss dazu sagen, circa ein Jahr vorher musste ich aufgrund einer Magenschleimhautentzündung insgesamt dreimal in die Diakonie. Das hat mir natürlich nicht so gut gefallen. Deswegen hatte ich deswegen auch keine Lust, nach Kreuznach zu fahren und in die Diakonie zu fahren. Ich hatte da noch gar nicht damit gerechnet, dass ich in die Uni nach Mainz müsste, ein paar Stunden später. Aber das war jetzt so schon mal der erste Ablauf. Und wie genau der Abend abgelaufen ist in der Diakonie, beziehungsweise ja, wie die ersten Stunden oder die ersten Minuten in der Uni Mainz beziehungsweise auf der Kinderkrebsstation waren, werdet ihr im nächsten Video sehen. Vielleicht werde ich auch ein paar Originalorte von damals besuchen und von dort an das Video beginnen bzw. euch von dort aus was erzählen. Von daher danke ich euch auf jeden Fall schon mal fürs Teilnehmen bzw. fürs Schauen. Würde mich freuen, wenn ihr dem Video ein Like geben würdet, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und wenn ihr mir auch gerne mal die ein oder andere Nachricht schreiben würdet, wie zufrieden ihr mit meinem Kanal seid und was ihr noch so alles gerne wissen würdet. Von daher, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!